Und nun folgt die Honigernte. Die letzte für dieses Jahr. Ich habe es ja gestern schon im Video gesagt, dass wir da ganz schnell Gas geben müssen. Das Volk hat nämlich noch zu viel Varroamilben drin und wir müssen dringend nachbehandeln. Und bekanntlicherweise dürfen wir leider nicht behandeln, wenn da Honig drin ist. Ist vielleicht auch ganz gut so, weil der Verbraucher möchte ja nicht irgendeinen Scheiß dann im Honig drin haben, sondern er möchte reinen Honig haben. Und ja, dann muss man sich da halt als Imker etwas anpassen. So. Jetzt ist natürlich auch immer die große Frage, was bleibt im Volk drin als Winterfutter und was nehmen wir wirklich raus zur Ernte. Also da gibt es natürlich bei mir mal ganz klar die Regel, dass die vier Waben in der Mitte so nie abgeerntet werden dürfen. Das ist immer das Futter für die Bienchen. Jetzt schauen wir mal, was wir da rauskriegen noch. Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass das Bienenvolk hier auch genügend Honig drin hat für sich. Ihr seht, ich benutze meinen Besen, wenn ich kann, gar nicht. Weil einen Besen mögen die Bienen überhaupt nicht. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist hier mein Wabenhonig. Oh, was für ein toller Wabenhonig. Das ist doch mal schön. Zwar jetzt nicht komplett ganz verdeckelt, das macht aber nichts. Da mein Waben, da der Tropfhonig schon durch ist dieses Jahr, werde ich dann hier das Unverdeckelte selber essen. Und das Verdeckeln natürlich wieder für euch in die Schalen packen zum Verkaufen. So. Lasst euch nicht irritieren, dass da ein paar Waben nicht verdeckelt sind. Der nicht verdeckelte Honig hier bei dem Volk ist genauso reif wie der verdeckelte. Und das war jetzt alles der Honig, den ich den Bienen zum Ausschlecken reingegeben habe. Das war jetzt nochmal eine letzte Brutwabe vom Frühling. So, na gut, die Wabe sieht jetzt nicht so hübsch aus. Die nehmen wir auf jeden Fall auch raus. Also ihr seht da, der obere Raum, der ist jetzt natürlich nicht komplett voll. Ne? Das ist auch klar. Das waren ja die Zentrierung aller ausgeschleckten Waben. So, jetzt hätten wir hier die erste Wabe, die würde ich jetzt auch nochmal schon mal rübersetzen. Und die setzen wir auch rüber. So, also eine Wabe werde ich hier dem Volk auf jeden Fall noch rausnehmen. Das ist diese hier. Die ist jetzt noch auf Tour wieder. So, Vorbereitung für den Winter, ganz wichtig. Wir möchten immer links und rechts eine Naturwabe haben. Ups. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht noch schon eine ausgebaute Wabe noch haben. Nehmen wir nicht. Dann lassen wir die Kinder dran basteln. Eine hier. Ich habe übrigens gerade in meiner Kiste entdeckt, dass ich da noch ein paar Waben habe, wo Futter schon drin ist. Macht es ja Sinn, die auch gleich da ins Bienenvolk rein zu verbauen.
Schauen wir uns das nochmal an. Die habe ich nämlich gerade gestern von einem anderen Volk raus. Ist leer, leer. Hier ist was drin. Da ist was drin. Hier ist ganz wenig drin. Aber hier, da ist auf jeden Fall mal was drin. Nehmen wir noch die Futterwabe hier an das Volk wieder zurück. So, und dann geht es hier nochmal um die drei letzten Waben. Lassen wir uns erstmal kurz rausstellen. Dass die Waben hier so dunkel sind, das liegt daran, dass wir das Absperrgitter im Winter ja ganz rausnehmen von Bienen und das erst im Frühling wieder reinlegen. Und dann kann in der Zwischenzeit es schon passieren, dass beim Homehive-System dann so ein, zwei Waben mal kurz bebrütet werden, die ich im Regelfall dann immer als Futterwabe markiere und die dann auch nicht abgeerntet wird. Aber hin und wieder rutschen halt doch mal so ein paar vorgebrütete Waben auch in den Honigraum rein, also in die Honigschleuder. Aber das meiste, was ich hier bei mir kauft an Honig, ist immer, sind die gelben Waben. So, und jetzt wollen wir doch mal kurz hier unser Bienenvolk nur mal kurz überschlagen, wie es denn jetzt gerade hier drin aussieht. Wir haben hier Futterwabe, 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 Futterwabe. Und wir rechnen jetzt mit mindestens 2,2 Kilo pro Wabe. Die sind komplett ausgebaut bis nach unten. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12 plus dann noch 2. Also da dürften jetzt so ungefähr 14 Kilo Honig drin sein für die Bienen. Und reicht nicht aus für den Winter. Also wir müssen hier auf jeden Fall dieses Bienenvolk jetzt füttern. Nur die Frage, ob ich die jetzt sofort fütter oder ob ich da jetzt noch abwarte. Wisst ihr was, ich warte mit dem Bienenvolk und mache dann euch nochmal ein separates Video zum Füttern. Liegt es auch daran, dass ich gerade in der Sekunde die Futterzagen gar nicht parat habe. Genau, machen wir das der Reihenfolge nach. Ich schleudere jetzt erstmal die Waben aus. Dann tun wir die gerade wieder einen Tag zum Aufschlecken drauf. Und dann müssen wir Soße erstmal mit der Ameisensäure behandeln und danach füttern wir es dann komplett auf. Also machen wir da verschiedene Takes jetzt einfach draus. Jetzt für heute ist das Ding gelaufen. Hier machen wir wieder zu. Dann schreiben wir das noch. Ne, haben wir ja schon. In die Statistik habe ich gestern schon reingeschrieben, dass wir hier Honig ernten wollen und das getan haben. Und dann würde ich sagen, ist hiermit die Honigernte für dieses Jahr beendet. Wir haben insgesamt von diesem Bienenvolk dreimal Honig geerntet. Das finde ich echt für dieses Jahr fantastisch, weil es war ja im Frühling alles gut. Und dann ab Juni, Juli kam die Trockenheit. Da ging dann gar nichts mehr mit den Bienen. Es ist einfach fast jede Haupttracht ausgefallen. Die Linde hat ein paar Tage was reingebracht. Ansonsten ging gar nichts mehr. Von daher ist das hier ein guter Standplatz in Grünwettersbach gewesen für dieses Jahr ab Juni, Juli und B hat das Bienenvolk einfach nochmal die Honigräume voll bekommen, weil ich sie wie gesagt als Waschmaschine immer genommen habe und habe alle Waben von da drin, die ausgeschleudert worden sind, immer wieder diesem Bienenvolk aufgesetzt zum Ausschlecken und kann man das auch hier nochmal zeigen, also wenn jetzt eine Wabe, wenn ihr da eine ganze Kiste mit Waben reinsetzt, die honigfeucht sind und ausgeschleckt werden und zwischendrin ein, zwei Waben dunkel sind, dann werden die Bienen alles andere, was gelb ist, abschlecken, zentrieren und auf die dunklen Waben den Honig zentrieren. Ne? Dann sind die gelben alle leer und die dunklen sind noch gefüllt. Das sieht man auch hier nochmal schön, wenn die Wabe etwas dunkler wird, wird die Biene alles, was hier honigfeucht ist, abschlecken und auf die dunkleren Waben zentrieren. Tja, das muss man einfach nur wissen beim Ausschlecken lassen. Der Honig sieht jetzt flüssig aus, muss ich zugeben. Das Ding, also noch trockener kann der Honig nicht sein. Ne? Der war ja schon ein sehr guter Honig mit teilweise Wassergehalt von 14% dieses Jahr. Das lag an der Trockenheit. Und wenn man die Bienen dann das ausschlecken lässt, also mehr Wassergehalt kann es ja nicht werden.
Nicht, wenn man das direkt so wie ich aberntet, ausschlecken lässt und die Bienen es zentriert. Die kam halt nicht dazu, das zu verdeckeln, aber ansonsten ist der Honig hier tipptopp. Ich werde auch wieder das unter dieses Kommentarfeld posten, was der Wassergehalt jetzt von der Ernte bekommen hat und vor allen Dingen auch, wie viel Honig das dann jetzt geworden ist. Schreibe ich, wie gesagt, ins Kommentarfeld rein. Ansonsten nicht vergessen, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Er hilft unser Permabies-Projekt zu finanzieren später. Und gerne auch weitersagen. Bis zur nächsten Honigernte, euer Marc der Imker. Ciao.